Das erste Fernsehduell zwischen US-Präsident Trump und seinem Herausforderer Biden. Darüber wollen wir sprechen mit Rachel Tausendfreund vom German Marshall Fund. Das ist eine Stiftung für transatlantische Beziehungen. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben gerade schon das Wort Chaos häufiger gehört. Ist das auch Ihr Empfinden nach diesem ersten TV-Duell gewesen? Ja, das war, ich glaube, der einzige Idee, die man haben könnte. Das war chaotisch, das war krawallisch, das war eine traurige Veranstaltung. Jetzt sollte es ja eigentlich primär auch um 6 große Themen gehen. Was war Ihr Eindruck, mit welchen Themen konnte Trump denn vielleicht doch punkten? Ich glaube, Trumps stärkste Thema war Polizei und diese Proteste und die Gewalt, die jetzt von einigen Protesten ausgeht. Der könnte Biden in der Nähe stellen von die gewaltbereiten Demonstranten und er hat selber sich quasi punkten können, indem er genannt hat, die ganze Polizei, Behörden und Vereinigungen, die hinter Trump stehen. Jetzt gab es für Joe Biden vorher auch oft diesen Satz, bloß nicht sein wie Trump. Was ist ihm denn gelungen in dieser Debatte? Womit konnte er sich gut schlagen? Für Biden war das richtig schwierig. Er kann sich eigentlich immer sehr gut an die Wähler wenden, aber dafür hat er sehr wenig Möglichkeit, weil Trump ständig unterbrochen hat. Das war auch, glaube ich, eine kluge Strategie von Trump. Also Biden hat es versucht, er hat auch manchmal 1-2 Sätze geschafft, rüberzubringen. Er hat ein paar gute Sätze gehabt. Er hat zum Beispiel gesagt, als die über die Familien gestritten haben, hat er gesagt, es geht nicht um seine Familie, es geht nicht um meine Familie, es geht um deine Familie. Das ist eigentlich der Joe Biden-Satz, aber das ist nicht so stecken geblieben in der ganzen Streiterei. Sie stammen natürlich selbst aus den USA. Sie kennen sich dort aus mit der Gesellschaft, mit der Politik, wie dieses Land auch funktioniert. Trump gelingt es ja immer wieder, trotz dieser Art eine Debatte zu führen, einen Nerv zu treffen. Und er hat auch zum Beispiel Wähler animieren können 2016, die vorher nicht zur Wahl gehen wollten, doch zu kommen. Kann man schon absehen, ob das dieses Mal auch gelingt? Also er hat drauf gesetzt, in dieser Debatte seine Wähler zu aktivieren und vor allem seine richtig starkste Wähler. Der war kein Anschein drauf, dass er versucht, andere zu gewinnen. Also er hat Sachen gesagt, zum Beispiel, was er über die weiße Rassisten gesagt hat, die seine aggressivsten und richtig Fans begeistern werden. Aber bei seinem moderaten Wähler ist er nicht gut rübergekommen. Also er hat da, glaube ich, nicht begeistert. Das heißt, wie entscheidend, es gibt ja unterschiedliche Bewertungen natürlich nach so einem DL, aber wie entscheidend war eigentlich dieses erste TV-DL jetzt aus Ihrer Sicht? Ich befürchte, das war nicht so entscheidend. Also Trump hat eine schlechte Figur abgegeben. Alle fanden ihn nervig, auch wie gesagt, seine Wähler, außer die richtig aggressiven unter seiner Wähler. Und Biden war ein bisschen flach. Also Trump hat ganz eindeutig verloren, aber Biden hat auch nicht gewonnen. Und die Anzahl von denen, die unentschieden sind, das ist diesmal gering. Und ich glaube, bei so einer Debatte sind die meisten auch nach 10 Minuten abgesprungen. Das war sehr unangenehm. Der eine war nervig, der andere flach. Das ist ein vernichtendes Urteil nach einer TV-Debatte. Dankeschön, Rachel Tausendfreund, für Ihre Einschätzungen und Grüße nach Berlin. Danke.